In diesem Video möchte ich Ihnen den Bracelet-Scanner vorstellen, der für kleine Rohrdurchmesser konzipiert ist. Wir haben hierfür einen Testkörper mit einem Sägeschnitt von 20 mm. Angenommen, wir hätten hier eine Schweißnaht vorliegen und dieser Sägeschnitt läge am Beginn der Schweißnaht. Nach diesen Kriterien haben wir also das Gerät eingestellt und wir wollen das hier jetzt mal demonstrieren. Also zunächst einmal kann man diesen Scanner anpassen an den Außendurchmesser durch Anlegen mehrerer weiterer Teile, wie man hier sieht. Der ist jetzt hier so zusammengesetzt, dass man ihn rumführen kann und mit einer Federung dort arretieren kann. Es wird da so eingehakt. Und dann sitzt der Scanner fest auf dem Rohr und kann auch nicht runterrutschen, wenn das Rohr vertikal in diesem Fall angeordnet ist. Hier stellen wir den Abstand noch etwas ein, denn wir wollen hier an einem Beispiel das vorführen, wo der Prüfkopf mit der Vorderkante 15 mm von der Schweißnahtkante, von der imaginären Schweißnahtkante oder Schweißnahtbeginn angeordnet ist. Das heißt, hier auch soll dieser Sägeschnitt in einem Abstand von 15 mm, das heißt am Anfang der Schweißnaht, erkannt werden. Jetzt haben wir den Abstand eingestellt. In diesem Fall benutzen wir jetzt einfach Koppelmittel, das als Gel schon auf der Oberfläche verteilt ist. Genauso gut kann man auch eine Wasserankopplung dran machen, da gibt es auch entsprechende Anschlüsse an den Prüfkopf. So, der Scanner ist jetzt hier angelegt. Man sieht also nochmal da der Sägeschnitt. Der Scanner steht mit der Vorderkante des Prüfkopfes etwa 15 mm davon entfernt. So, jetzt stellen wir das Ultraschallgerät ein. Wir wollen also eine Phased-Array-Prüfung machen. Wir nutzen eine der optionalen Softwarefunktionen, und zwar die für die Rundnähte und auch für flache Materialien. Also es wird als Abwicklung praktisch dargestellt. Wir wollen einen Sektorscan durchführen. Hier sieht man, alle Einstellungen sind schon gemacht für die Prüfung. Wir wollen hier auch mit einem zweifachen oder eineinhalbfachen Sprung arbeiten. Und hier sind jetzt einige Einstellungen auch zu machen, was die Schweißnaht betrifft, die imaginäre Schweißnaht in dem Fall. Wir tun hier so, als wenn die Oberfläche beschliffen worden wäre. Man sieht hier, dass man die Schweißnahtvorbereitung im Detail auch anpassen kann. Ja, jede Einzelheit kann hier eingegeben werden, dann übernommen werden. Und wir müssen jetzt hier die Schweißnahtbreite und alle anderen Parameter eingeben und vor allem auch den Abstand, der war ja mit 15 mm definiert. Der Prüfkopf steht mit der Vorderkante 15 mm von der Schweißnaht entfernt und auch von dem Sägeschnitt. Ja, die Einstellungen sind also hier jetzt vollzogen. Die Schweißnaht, wie wir uns sie vorstellen, sieht also so aus. Wir haben, sehen die Schallverläufe im Bauteil, das Teil ist voll abgedeckt, die Schweißnaht voll abgedeckt. Und jetzt können wir hier noch die Einstellung machen für den Winkelbereich, der mit dem geprüft werden soll. Und damit wir eine komplette Abdeckung haben, das ist auch bereits schon der Fall. Ganz oben ist eine Kurve angezeigt, die den automatischen Ausgleich macht, eine Amplitude, unter dem ein Fehler von einem Sägeschnitt praktisch detektiert wurde unter verschiedenen Winkeln. Und jetzt machen wir hier noch die Ankoppelkontrolle, wie man sieht. Hier wird also praktisch parallel zur Schweißnahtprüfung auch eine Ankoppelkontrolle gemacht und auch mit aufgezeichnet. Also die Ankoppelqualität ist immer auch mit aufgezeichnet. Hier sieht man jetzt das Live-Bild bereits und man sieht auch, die Anzeige ist sehr stark von der
vom Sägeschnitt. Das heißt, ich kann hier mit der Verstärkung noch etwas runtergehen. Und man sieht hier, dass es praktisch zwei Anzeigen gibt, weil praktisch im ganzen Sprung und in einem halbfachen Sprung praktisch dieser Sägeschnitt getroffen wird und im Winkelspiegel halt diese Reflexion verursacht. Ja, man könnte das jetzt auch noch zoomen, wenn man sich das genau angucken will. Das spare ich mir jetzt mal. Hier haben wir eine gute Ankopplung, wie man sieht. Ja, und jetzt könnte ich weitergehen. Da sieht man das A-Bild an der Position. Könnte ich weitergehen und gehe jetzt zum Scannen. Hier ist also das Fenster für den Scan-Vorgang. Ich habe hier den Encoder ausgewählt. Eine Scanlänge von 300 mm. Der Scanner, der angeschlossen ist, ist ausgewählt. Und dann kann ich beginnen mit dem Scannen. So, ich fahre jetzt also erst einmal den Prüfkopf nach links, dass er also nicht gleich den Fehler detektiert. Und dann beginne ich mit dem Scannen. Ja, jetzt wird der Scanner verschoben. Oben sieht man die grüne Linie, das heißt gute Ankopplung. Und jetzt sind wir schon auf dem Fehler. Der Fehler wird also detektiert, der Sägeschnitt. Und entsprechend auch angezeigt. Ja, und so wird weiter gedreht. Ich habe jetzt die Scanlänge mit Absicht etwas länger eingestellt, damit wir noch ein zweites Mal diesen Sägeschnitt erfassen, damit man auch sieht, dass hier der Scanner also sich nicht nach unten verschiebt während der Drehung, sondern dass der wirklich in Position bleibt. Das sieht man jetzt hier ganz deutlich. Kommt also der Fehler an der gleichen Position wieder. Nun, schon sind alle Rohdaten gespeichert und ich kann jetzt diese Datei abspeichern. Das mache ich jetzt mal hier. Kann ich einen Namen geben, aber in dem Fall hatten wir schon einen Namen dafür, der wird einfach überschrieben. So. Das dauert jetzt etwas und jetzt kann ich diese Datei auch wieder laden. Und sobald ich die lade, wird automatisch die Nachbearbeitungssoftware auch geladen und ich kann dort die weitere Analyse machen. Die Nachbearbeitungssoftware gibt es natürlich auch für den Windows-PC. Ja, und hier schauen wir uns das mal etwas genauer an. Das ist immer noch auf dem Gerät, aber jetzt sehen wir mal den gesamten Bildschirm. Das ist also die Nachbearbeitungssoftware. Ich habe einen Cursor, mit dem ich oben die Position anfahren kann und sehe unten immer das Schnittbild dazu an der jeweiligen Position. Man sieht mal unten jetzt die Reflexion ganz eindeutig vom Sägeschnitt. Ja, und ich kann das jetzt markieren, und zwar stelle ich den Cursor praktisch da drauf, sodass der stehen bleibt auf dem Fehler. Dann kann ich im B-Scan einen anderen Winkelcursor benutzen, um die maximale Amplitude zu finden. Sobald ich die dann gefunden habe, kann ich einen Doppelklick auf das A-Bild machen, denn im A-Bild sehe ich jetzt die einzelnen Daten. Nochmal und jetzt ein Doppelklick da drauf, dann hat man eine Analyse von diesem A-Bild, das heißt an der exakten Position, wie da die Tiefe des Fehlers ist, Schallweg, unter welchem Winkel wir diesen Fehler erfasst haben und so weiter. Ja, nun kann man hier mit der Post-Processing- oder Nachbearbeitungssoftware noch jede Menge Analysen machen, Auswertungen machen. Ich habe hier zum Beispiel mal die Längenbestimmung gemacht für den Sägeschnitt. Und da sieht man, unten links steht 19,8, sehr genau, denn 20 mm ist der Sägeschnitt lang. Ja, und so kann man dann auch noch beispielsweise mal sich das in 3D anschauen, also diesen Teilausschnitt, den ich letztes Mal ausgewählt habe, den kann man sich auch in 3D darstellen
sieht man sehr schön, also die gedachte Schweißnaht, wie wir sie so eingegeben haben, und daneben halt der Sägeschnitt in der entsprechenden Länge. Ja, das kann ich natürlich jetzt von allen Seiten mir anschauen und entsprechend auch ausdrucken oder an den Report dranhängen. Ja, es gibt natürlich jetzt in dieser Software noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, aber da gibt es ein anderes Video oder mehrere andere Videos auch, die mehr darüber beschreiben. Also da würde ich vorschlagen, einfach mal bei YouTube nach der Nachbearbeitungssoftware zu schauen und sich das anzugucken, wenn man sich da näher mit beschäftigen will. Wie kann man verschiedene Filter setzen, alle Daten sind dokumentiert, ja, alle Rohdaten, alle Einstelldaten und so weiter. Ja, wenn es da jetzt noch weitere Fragen gibt, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Hier ist unsere Info-United-NDT-Adresse. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.